Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute steht mal ein Segment an und ihr seht schon da vorne an der Kreuzung, jetzt gleich rechts beginnt das Segment schon. Wir starten richtig rein und Zeit läuft. Ihr könnt rechts die Zeit sehen und ganz rechts die Distanz. Die Neigung seht ihr dann darunter. Ist ganz interessant mal die ganzen Daten zu sehen. Hier links die Feuerwehr läuft vorbei. Naja. Wir wollten heute ein Segment probieren, das ist 1,32 Kilometer lang, hat 61 Höhenmeter und einen durchschnittlichen Anstieg von 4,6%, also gar nicht so wenig. Der Segmentbeste ist der Andreas Dreiz, den kennen bestimmt sehr viele von euch, einer der besten Triathleten weltweit und der hat eben eine Zeit von 2,35 auf diesem Segment und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,8 km/h. Also das ist schon ordentlich und das probieren wir eben heute. Ihr seht schon, der Konrad macht für mich Windschatten, also das Leadout. Bisher sieht es noch relativ gut aus, wir haben nur 1-2% Steigung gerade und da vorne kommt ein kleiner Ort, da geht es dann nochmal ordentlich rauf. Den Puls könnt ihr vom Konrad gerade links sehen, auf der linken Seite, der ist bei 191, meiner ist immer sehr viel niedriger als seiner und die Wattzahlen sind auch vom Konrad. Also ich habe kein Wattmessgerät, deswegen kann ich es leider nicht anzeigen, aber es wäre bestimmt auch interessant, aber im Moment fahre ich ein bisschen weniger Watt als er, weil er für mich Windschatten macht. So, hier wird es ein bisschen steiler, ihr seht schon, wir haben jetzt gerade 6%. Ja, jetzt wird es noch flacher ein bisschen, aber ich hatte da schon einige Probleme mitzukommen. 8% haben wir jetzt, 9%, also hier ist schon ein wenig steil. Der Konrad wollte eigentlich da oben jetzt gleich, könnt ihr sehen, an der Kurve genau da oben aussteigen, aber ihr werdet gleich sehen, dass er noch weiter durchgezogen hat, was natürlich richtig krass war und mir nochmal ein bisschen Schub gegeben hat. Und ich kann euch sagen, hier hing ich schon sehr hinterher und hatte meine Probleme mitzukommen, aber ich musste natürlich dranbleiben. Hier sollte er eigentlich raus, aber er hat beschlossen, ohne mir Bescheid zu sagen, eigentlich, was ich natürlich wie gesagt nicht schlecht finde, den kleinen Abhang jetzt hier nochmal runterzufahren. Hier haben wir jetzt 0% eigentlich, genau, jetzt wird es gerade angezeigt. Und jetzt geht er raus und sagt er, ich soll vorbeiziehen. Und jetzt sprinte ich die letzten 100 Meter, da kommt natürlich ein Traktor entgegen, das ist sehr passend, überhaupt nicht leider. Und jetzt ziehe ich halt die letzten 100 Meter nochmal durch. Da oben bei der Kreuzung ist dann Schluss. Und wir haben gleich 2, 32, 33, 34, 35. Und der 13 wäre jetzt schon fertig. Wir haben 39 geschafft, hier ist aus. Ja, das war heftig. 10% waren es jetzt am Schluss. Aber das war ordentlich. Aber wie gesagt, konnten uns leider die Krone nicht holen. Da haben die Kräfte leider nicht gereicht. Probieren es bestimmt das nächste Mal wieder und vielleicht schlagen wir ihn dann. Aber wenn man bedenkt, dass der Andreas Dreiz einer der besten Triathleten weltweit zurzeit ist, dann ist das doch eigentlich gar kein schlechtes Ergebnis und kann sich sehen lassen. Wir sind nämlich zweiter Platz mit 2,39, haben einen Schnitt von 30,1 und ich denke, das haut dann auch hin. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.